Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elite Dangerous. Wie ihr seht, sind wir A, wo völlig anders, als wo wir aufgehört haben, und B, in einem völlig anderen Jäger, als wir aufgehört haben. Genau genommen ist das jetzt eine Cobra, ein Zweisitzer, leider kann ich niemanden mitnehmen. Ist da irgendwas offline da hinten im Bild? Sieht man gar nicht, weiß ich nicht. Gut, Steuerung ist die gleiche, kennt man ja eigentlich. Der Grund dafür ist schlicht und ergreifend über die Weihnachtszeit. Aber erstmal noch gesundes neues Jahr an alle, die da zuschauen. Das Video müsste, wenn ich mich nicht ganz irre, am 10. Am 12. erscheinen, also schon einen halben Monat drüber, egal. Trotzdem noch alle ein gesundes, frohes, erfolgreiches neues Jahr. Über die Weihnachtszeit, wie gesagt, habe ich auch ein bisschen weitergespielt. Danach, also eigentlich Neujahr ist das erste Mal, dass ich jetzt seit Neujahr spiele, habe ich mich noch ein wenig hochgearbeitet von dem Eagle über einen Adder zu der Cobra. Ich habe eigentlich mit dem Adder hauptsächlich Asteroiden gemeint. Ich habe zuerst im LH... Oh, schauen wir gleich mal in die Karte. Ach, ich bin gerade steuerungsmäßig wieder ein bisschen raus. Süß galaktische Karte. Also, ich bin jetzt da. Und ich schau mal ganz kurz. Wir warten im LHS 3447. Da haben wir angefangen. Das sieht man auch gleich mal. Es ist näher, als wie ich gerade gedacht hätte, ehrlich gesagt. Jedenfalls in diesem System. Wenn die Karte aufgeht. Da gibt es hier und hier zwei sehr nette Metallvorkommen. Da steht es, mittlere Vorkommen. Ist jetzt noch nicht ganz überragend, aber erstmal nicht schlecht für die zwei. Da kann man sich einiges an Palladium hin und wieder auch mal rausziehen und Gold und Silber und so diverse Sachen. Und dann bin ich mal so ein bisschen durch die Gegend geflogen. Also damit habe ich mir den Adder ohne weiteres verdient, beziehungsweise... Ich weiß gar nicht, ob ich mir dort auch noch die Cobra verdient hatte. Jedenfalls bin ich dann noch ein bisschen rumgeflogen. Wo bin ich denn jetzt gerade? So, da bin ich jetzt. Wolf 851, nee, Wolf 359 suchen wir übrigens auch. Und da schreibe ich mir jetzt gleich mal auf. Denn ich möchte unbedingt mal sehen. Ich kann auch da gleich mal suchen. Da fliegen wir zwar nicht gleich hin, aber... Wolf 359. Das gibt's tatsächlich in 105 Lichtjahren Entfernung. Gleich neben Sol, wie man sogar sieht. Das ist ein Traum. Also das werden wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Mal schauen, ob man... Ich meine, wäre natürlich lustig, wenn sie dann so einen kleinen Burgwürfel da reingelegt hätten. Jedenfalls... Tipp nochmal hier zurück. Ich weiß gerade nicht mehr, wo es war... Gut, hier findet man natürlich auch so gut wie gar nichts. Und ich habe leider den Zettel nicht mehr, wo ich es mir aufgeschrieben habe, weil ich das nicht hier aufgeschrieben habe. Davon abgesehen, Sol schauen wir uns noch nicht gleich an, weil da braucht man irgendwie erst noch eine Erlaubnis, dass man rein darf. Da macht es keinen Sinn. Ich habe hier irgendwo im Umkreis von ein paar hundert Lichtjahren um die Ecke hier einen Planetensystem gesehen, gefunden. Mit sehr wertvoll, also wenn man hier kurz mal reinschaut... Also mit solchen Planeten. Reich an Erzen, nur halt mit reich, also metallisch reich halt, die Variante. Und da hat man echt viele Asteroiden drin, die man da drei nach wegfarmen kann. Also wie gesagt, also so metallisch. Geringe Vorkommen metallisch ist hier. Und da gibt es halt, wie gesagt, reiche Vorkommen. Wo war denn das gerade? Ich weiß gerade nicht mehr. Geringe Vorkommen, reichern, nee, geringe Vorkommen, hohe Vorkommen, also wie gesagt, man hat dort ohne weiteres, ich habe glaube ich auf Facebook auch mal so ein Foto gepostet, das war schon nicht mehr feierlich, dass man da rausgezogen hat, da habe ich mir mal ohne weiteres, wie gesagt, den, die Cobra geleistet mit Ausrüstung, und wenn ich nämlich da mal ganz kurz hier beim Ruf reinschaue, Finanzen, also ein bisschen habe ich noch, mein Kontostand, naja gut, fast optimal, ich könnte ein bisschen mehr Geld haben für den Rückkauf. Das Schiff ist ausgerüstet. Und dementsprechend, wo war es denn? Statistiken, genau. Wie man sieht,
Ich habe 5,8 Millionen Ausrüstung investiert insgesamt. Das war beim letzten Mal, ich weiß nicht, wo ich da stand. Kopfgelder nur 600.000, ohne im Grunde geht. Handelseinnahmen bzw. Einnahmen aus Abbau 1,8 Millionen. Also da könnt ihr schon sehen, das war extrem lukrativ. Also das war schon nicht mehr schön, das war... Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir nicht ein zweites Schiff zulege, das ich irgendwo fürs Let's Play parke, zum von dort aus weitermachen und parallel dazu mit diesem hier, wenn ich halt mal offline spiele, das mache. Ich weiß nicht, ob ich es mache irgendwann oder wie auch immer. Ich überlege es auf allen Dingen auch deswegen, weil ich habe mir etwas sehr Unangenehmes... Ach, ich könnte eigentlich mal weiterfliegen, fällt mir gerade ein. Weil ich habe nämlich am Augenblick auf Explorer umgesattelt. Und, das kommt nämlich auch weiter noch. Wir fliegen erstmal da zur Sonne hin. Ja, ist der laut. Ich habe nämlich da vom Suran, der hat sich ja mittlerweile auch gekauft, habe ich etwas leicht Unangenehmes gehört. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen laut. Ein bisschen bremsen, das ist eine Sonne. Ja, komm, man kann nicht übertreiben. Er hat es sich mittlerweile auch gekauft. Ich muss gleich mal schauen. Don. Habe ich das echt schon immer so laut gehabt? Ich tue es mal ein bisschen runter. Irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen arg laut vor. Genau. Der hat sich auch gekauft und er hat mir dann sowas berichtet, wie dass man direkt beim Start, also er ist glaube ich sogar im gleichen System gestartet, direkt erstmal angegriffen wurde von anderen, die da PvP machen wollen, und zwar mit einer Cobra gegen Sidewinder halt und so Späßchen, also ausgerüstete Cobra. Ich weiß jetzt nicht, was das soll und was das wird. Ich finde es ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, gegenüber den Neuen. Oh, warum reagiert eigentlich die Steuerung so gut wie gar nicht? Joystick, hallo? Das haben wir aber schon schneller gesehen. Ich finde es ein bisschen unfair, gegen Neuen gegenüber sich dort an den Startpunkten zu positionieren, die Reihe nach wegzuschießen. Ich meine, das Spiel lebt von einem bevölkerten Universum. Es ist eh riesengroß. Und ich weiß nicht, ob das da das Optimale ist. Ja, warum ist denn da ja so lahm? War das schon immer so lahm? Weiß nicht, ob das so sein soll und ob das jedem gefällt. Ich meine, es hat jeder mal angefangen. Und naja. Ich weiß halt nicht, ob das dann so sein muss. Na komm, scan das Ding endlich. Meine Güte. Ich werde gerne eine Signalquelle da reinfliegen. Genau. Also ich fand es nicht schön. Und auf der anderen Seite, deswegen komme ich eigentlich noch dazu, vielleicht wäre es interessant für Neuanfänger, wie ich denn eigentlich dann nochmal mein... und wie man jetzt das Geld verdient, weil... da war doch gerade etwas direkt neben mir. Ich bin da gerade so ganz langsam an einer Signalquelle vorbeigedriftet. Nicht? Nicht? Vielleicht auch nicht. Gut, dann halt nicht. Genau. Und wie man da halt am Anfang nochmal zu Geld kommt, weil ich glaube, das ist halt auch nicht immer ganz so einfach. Vor allen Dingen, wenn man so gar keine Erfahrung mit dem Spiel hat. Ich meine, ich hatte ein bisschen Glück gehabt, das gebe ich gern zu, dass ich da so ein, zwei Missionen, wo man irgendwelche, ich glaube Rebellenübertragungen suchen durfte. So bin ich ja direkt eingestiegen. Hat zwar auch ein bisschen gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie ich die finden kann. Das war eher schlecht erklärt. Nichtsdestotrotz, das ging eigentlich ja doch ganz gut vorwärts. Und auch für den Kampf habe ich mich ja doch lange gescheut davor. Wo habe ich denn eigentlich... Ach, hier. Mal hier ein bisschen Dingens. Zoom. Und nun ja. Da haben wir doch eine Signalquelle. Fliegen wir wieder in eine rein, mal schauen, was wir drin finden. Oh, die ist die weit weg. Ich hätte gehofft, die wäre ein bisschen näher dran. Dann nehmen wir erstmal den nächsten hier mit. Gepert Meyer Station.
Also ich weiß gar nicht mehr, warum ich eigentlich hier zwischendrin aufgehört habe und nicht fertig erforscht habe. Ich habe keine Ahnung. Ja. Nee, aber was haltet ihr davon, wenn ich dann nochmal quasi mit dem zweiten Schiff irgendwo so ein Stadtgebiet neu anfange und das von Anfang an halt durchspiele und hochlevel, wie auch immer. Wäre das was für euch? Wäre das interessant oder wollt ihr weiter meine spontanen, wenn ich immer wieder aufnehme, sehen, was ich da wieder tue oder nicht tue oder wie ich da, naja, keine Ahnung. Da kommt scan ihn, da oben ist noch eine Signalquelle, vielleicht ist sie näher, weil ich möchte eigentlich nicht so weit von meinem Kurs abweichen. Die ist nicht wirklich näher. Ich finde die muss sein. Mensch, was haben wir noch als nächstes auf dem Plan? Ziel erforscht, natürlich hinter uns. Genau, und ich habe nämlich ganz nebenbei auf Explorer umgesattelt. Ich habe keine besseren Bremsen, wie man sieht. Also das verstehe ich nach wie vor nicht, dass ich manchmal fast instant auf Null komme, aber wenn ich auch ein Objekt anfliege, ich fast nicht bremsen kann. Ich verstehe es nicht, ich finde es einfach scheiße und ich habe da tatsächlich auch schon eine etwas bessere Ausrüstung. Hätte ich zumindest gemeint. Also ich habe natürlich noch keine hier AAA plus was weiß ich, was man da hat. Aber ich finde es erstmal eine halbwegs gute Ausrüstung. So, fliegen wir mal dahin. Da schauen wir nicht mal rein. Genau, und das sieht übrigens auch schon hier bei mir. Ich bin jetzt beim schon Kleinhändler, Unerkundungsrang fast planlos. Ich glaube, das ist alles schon eine Stufe höher. Jedenfalls Gibbet. Fliege ich auch nicht drauf? Nee. Ich habe übrigens auch schon festgestellt, wenn man zu nah an die Sonne reinkommt, macht nichts, man fällt kurz vorher raus, so wie man, also, so wie man, wenn man zweimal J jetzt hier drückt, dann kommt man einfach da raus und ist ein bisschen kaputtes Schiff, aber mehr nicht. So, ich habe mich hier ausgerüstet. Schubdüsen, Schildgenerator ist klar, Sensoren habe ich drin, ist sowieso klar. Ich habe meine Feldwartungseinheit mitgenommen. Ich habe sie zwar noch nie benutzt, ehrlich gesagt, aber ich habe sie dabei. Ich habe eine Schildzellenbank damit. Ich habe die Kanone dabei zur Verteidigung, weil ich habe mich auch öfters mal an Anacondas rangewagt und das ist immer so ein bisschen, ja, ein bisschen kritisch. Also ich krieg sie zwar zu nur klein, aber das ist so ein bisschen ein Bankspiel. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so sein muss. Die Punktverteidigung sowieso. Jetzt wollen wir mal schauen, den haben wir schon gescannt. Oh, da fliegt was an uns vorbei. Ich will dahin. Oh, die ist nah, da fliegen wir schon rein. Ansonsten, ich habe... Das zeige ich dann gleich. Schau mal, was da drin ist. So, was haben wir denn hier? Eine Viper. Die gesucht wurde. Und ich könnte mal hier ein bisschen was auf die Waffen geben. Das ist ja hier... Genau, wir haben mal wieder Kampf und du bleibst bitte schön da. Ich weiß gar nicht, wo habe ich eigentlich die zweiten Waffen hingepackt? Mal ein bisschen drehen. Habe ich das auf... Ah, da werden sie. Das muss ich vielleicht noch ein bisschen nachjustieren, diesen Teil. Bam! Weil wie man sieht, die... Also die schießen nicht so oft, diese Kanonendinger. Aber wenn sie treffen, dann knallen sie rein wie sonst was. Und das war der erste Streich. Und da gehen wir gleich mal zum nächsten über. Also die schießen zwar seltener, aber die machen halt doch massiv kinetische Schaden. Und das war eigentlich das, was ich auch haben wollte an dieser Stelle. Sieht ein bisschen aus, wenn ich Raketen abschießen würde, stimmt's? Wie gesagt, die gehen halt wirklich mal auf Rumpf. Und damit, genau das, was man häufig mal braucht. Weil die Energiewaffen, die hauen zwar sehr schön die... Boah, Alter! Ey, jetzt komm her, du Kollege, Menschenskinner. Da hebt man gleich wieder ein Ziff. Achso, könnte ich mal ein bisschen Energie bekommen für den Antrieb? Wer schießt denn auf mich? So fix, wo ist denn der? Komm. Jetzt reicht's. Ich bin gesucht. Wieso denn das schon wieder? Das finde ich ein bisschen schade, dass du manchmal, wenn man einfach nur ganz leicht irgendeinen anderen trifft,
dass man deswegen gleich gesucht wird. Ja, ist ja schön und gut. Was? Komm her. Und wie gesagt, ich bin immer noch nicht von den anderen Waffen weg, weil ich... wo habe ich denn gleich meine... Nein? Oh, ich stelle gerade fest, ich habe auf diesem Rechner, das noch nicht eingerichtet, meine Schildzellenbank. Wie unangenehm. Das Abhauen ist jetzt eigentlich kein Problem. Hande Hamburg ist online, ja, hallöchen. Und auch, was auch noch ein bisschen schade ist, dass man halt die Waffen nicht einfach nach vorne richten kann. So wie man es bei den vielen anderen Spielen machen kann. Meine Güte, was ist denn hier los? Habe ich denn so viel hier verlernt in den letzten paar? Ich muss sagen, die Schildzellenbank, die geht mir schon ein bisschen ab. Muss ich mir vielleicht mal doch mal kurz ein bisschen... Ich sag, geschwindigkeitsmäßig ist es ja eigentlich kein Problem, hier abzuhauen. Optionen. Steuerung. Wo war denn das Ding gleich? Schildzellenbank, Schildzellen... Scheinwerfer. Ja genau, Scheinwerfer habe ich gesucht. Nein, Schild... Schild... Mensch, mach hin, wo ist denn das Ding? Fracht... Stiller Flug, Kühlkörper, Rotation, Schub. Komm ich mal. Ne, die sind weit genug weg, weil mein Schiff dann doch schneller ist wie alles andere, was sie da aufzubieten. Wo ist jetzt diese blöde Schildzellenbank, wollte ich schon sagen. Schildzellen, Tasten, Galaxie. Kopfbewegung, alles mögliche. Kopfbewegung, Sensor, Menü ist klar. Schildzellen verwenden. Anwenden. Na endlich. Weil wenn man sich einmal an solche Sachen gewöhnt hat, ist es halt echt unangenehm, wenn es weg ist. So, dann können wir hier mal ein bisschen... Wo war denn das gleich da denn? Wir sind irgendwie hier so abgehauen. Weil die warum bin ich jetzt einfach wieder gesucht? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch... Bin ich jetzt schon so weit weggeflogen? Wo sind sie denn hin? Ich glaube, man sieht hier 400 paar zerquetschte. Aber leider bin ich spontan so weit weggeflogen, dass die so weit weg sind, dass ich nichts mehr sehe. Jo. Gut, dann kann ich auch gleich mal wieder auf die Station fliegen. Hm, fix. Also, man, wie gesagt, das finde ich manchmal noch ein bisschen strange. Ich habe... Bescheinigung, Kopfgeld. Ich habe da sogar noch mal Kopfgeld, das sehe ich gerade. Navigation. Irgendwo war hier ein... Nein, das da. Aber ich glaube, wir forschen mal noch schnell fertig. Oder? Oh, was ist das? Aber ich glaube, das ist bloß die... Die Sogwolke, denke ich mal, wird es sein... Da wüsste man wenigstens, wo wir hinfliegen müssten. Schauen wir nochmal, ob wir da was finden auf die Schnelle. Ansonsten sollte ich vielleicht das auch nochmal düppel. Vielleicht werde ich auch noch tatsächlich, weil das gefällt mir gerade noch nicht so. Ich bin sofort hier überall gesucht, ist klar, weil ich dort, naja, eingesuchten, naja, wäre eigentlich, also es wäre echt schön, wenn man jetzt noch eine weitere Taste mit Waffen belegen könnte. Weil der Düppel ist zwar schön und gut, die Schildzellenbank ist auf dem zweiten, tun wir es mal raus. Jetzt habe ich in die, also das Aufklärungsscanner, ist klar. Den tun wir raus. Und jetzt habe ich leider keine sinnvolle Taste mehr zur Verfügung. Wobei, was habe ich denn eigentlich? Ach. Da kann ich noch ein bisschen. Hm. Gut, das ist das. Dann tue ich jetzt mal Optionen.
Steuerung. Wo ist denn hier der Düppel wieder? Fahrwerk? Nee. Fahrwerk ist einfügen, genau. Das sollte ich mal nicht verwechseln. Fracht abwerfen ist Ende. Also da muss ich echt aufpassen, dass ich das nicht drücke. So, wo war das jetzt nochmal? UI, UI, Frachtgreifer, Düppel. So, anwenden. Hoffentlich fortsetzen. Dann, ja, das war die Sogwolke. Also, drehen wir uns nochmal rum. Da wollen wir hin. Nicht erforscht. Nee, da. Ich würde gerne zu dem nicht erforschten hin. Ja, so. Genau. Und wir sehen uns außerdem in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.